Roland Trettl mit Chefsache bauen die Leute von Best of Swiss Gastro ein neues Netzwerk auf für die Branche. Mhm. Ist das für jemanden wie Sie spannend? Ja, das ist immer spannend, ja, so eine Art Stammtisch zu führen, ja, mit Kollegen. Aber ich sage immer, das ist dann nur so lange spannend, solange man sich nicht selbst beweihräuchert, ja, solange man nicht zusammensitzt, ja, und sagt, wie toll das man ist, ja, aber dann macht es keinen Sinn. Also so eine Chefsache, so ein Stammtisch macht nur dann Sinn, ja, wenn man selbstkritisch ist, ja, wenn man auch mal, wie gesagt, Leute einlädt, die was vielleicht nicht aus dem Metier kommen. Es muss einfach wirklich kritisch sein. Also es darf jetzt nicht dazu dienen, ja, dass wir uns immer wieder mal hinsetzen und schön essen und schön trinken, ist ja auch schön, ja. Aber wenn man will, dass die Gastronomie sich fortbewegt, dass sich das ganze System vielleicht in eine andere Richtung bewegt, ja, dann ist es ganz wichtig, dass man ganz, ganz viel in Frage stellt. Und wenn man das so nützt, dann ist es eine perfekte Plattform. Also Kritik oder kritikfähig sein ist eine wichtige Eigenschaft. Was soll denn inhaltlich wirklich passieren? Über was wird da gesprochen an diesem Stammtisch, dass es spannend wäre? Ja, vielleicht, ich glaube, gute Gespräche entwickeln sich, ja, und ich glaube, dass einfach gute Leute dazugehören, um gute Gespräche zu haben, und vielleicht sollte man einfach, keine Ahnung, also ich möchte jetzt ja nicht der sein, der was erklärt, wie sowas funktioniert, aber ich würde auf jeden Fall immer schauen, dass jemand, ein, zwei, drei Leute dabei sind, die was nichts mit dem zu tun haben, was ich mache. Also ich finde, dass immer irgendwelche Handwerker, irgendwelche Künstler, irgendwelche Musiker an den Tisch gehören, ja, und sich mit mir oder mit dem Stammtisch unterhalten, ja, über die Ansichten von denen. Also ich glaube, da kann sich gut was entwickeln. Wie vernetzen Sie sich denn jetzt in Ihrem Alltag in der Branche? Ich vernetze mich nicht. Warum? Oder ist es eine Vernetzung, wenn ich auf Facebook und auf Instagram bin? Es ist eine Vernetzung, auf jeden Fall. Okay, also diese Vernetzung nütze ich. Die nütze ich auch sehr gut. Und die nütze ich auch selbst. Also ich weiß, viele Kollegen, ja, haben ja eine Agentur, ja, die was so ein Content befüllen, aber ich mache das alles selbst und lasse die Leute schon teilhaben an dem, was ich mache. Und sonst, so Stammtische habe ich sicher mal ausprobiert, haben mich aber bis jetzt nicht interessiert. Haben mich einfach nur gelangweilt. Eben, wie ich gesagt habe, es war immer eine Selbstbeweihräucherung. Es war immer, wie toll wir sind, der eine ist besser wie der andere. Und dafür ist mir die Zeit zu schade. Sie haben bereits erwähnt, für was Ihnen die Zeit denn nicht zu schade wäre. Jetzt nochmals einzeln gefragt, was sind denn die Erfolgsmerkmale, um in der Branche erfolgreich zu sein? Und sich nicht zu langweilen, offensichtlich. Ja, es ist. Es sind immer wieder dieselben Dinge, ja. Es ist immer eine. Es ist schon ein Wort, das ich auch gar nicht mehr sagen kann, ja, das Authentische. Ja, weil das sagt eh jeder. Authentisch musst du sein. Ja, herzlich musst du sein. Vor allem glauben an dem, was du machst. Also wenn du dich für ein Konzept entscheidest, dann sollst du mal wirklich wahnsinnig selbstkritisch. Also bevor du mit einem Konzept losgehst, unterhalte dich mal mit wichtigen Partnern, unterhalte dich mit Menschen aus anderen Branchen. Und wenn du dich dann entschieden hast, das Konzept einzuschlagen, dann bleib dabei. Dann lass dich nicht wegen einem kleinen Windstoß irgendwie vom Weg abbringen lassen. Ja?
Also du musst wirklich dann konsequent ja, das Konzept beibehalten. Auch wenn es am Anfang vielleicht mal nicht so funktioniert, zieh's durch. Also das ist mal ganz wichtig. Und ein Konzept soll wirklich ein Konzept sein. Und nicht, um sicher zu gehen, ja, mache ich noch mal ein bisschen Pizza und mache noch mal ein Pastagericht und Curry wollen sie auch. Und klar, in der Schweiz bin ich, da mache ich noch mal ein bisschen Rösti auf die Karte. Also es muss einfach ganz klar sein. Also das Konzept ist für mich dann letztendlich der Erfolg. Ja. Und es hilft natürlich auch, wenn du was kannst. Und ich denke, dass es einfach ganz viele, es gibt so wahnsinnig viele Gastronomen, es gibt so wahnsinnig viele Restaurants, es gibt viel, in Wahrheit gibt es viel zu viele Restaurants. Und wenn sie alle gut wären, wären es nicht zu viele, aber es gibt einfach auch wahnsinnig viele schlechte Restaurants. Und es würde nicht schaden, ja, wenn es ein bisschen aussortiert wird, mal der ganze Misthaufen. Scheiße, jetzt habe ich es wieder gesagt. Gut, kommen wir trotzdem zurück zur Chefsache. Was oder wer müsste denn an so einem Stammtisch teilnehmen, dass der Roland Trettl sagt, da würde ich mich jetzt gerne dazusetzen? Ich kann das nicht sagen, also das ist jetzt ja kein Wurlitzer, wo ich sage, ich möchte den und den, dass er da sitzt, dass ich mich wohlfühle. Es muss der Branche einfach was bringen. Also egal, wer da sitzt, aber es muss einfach ein konstruktives Gespräch sein. Gut, dann bedanke ich mich für dieses, zumindest für mich, konstruktive Gespräch und wünsche alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke.